Ja, es ist schon einige Zeit her, da habe ich Enlan-Messer vorgestellt, ja, dieses Teil hier zum Beispiel, und habe gesagt, ich will einen Langzeittest machen, und genau das will ich dir jetzt die Ergebnisse präsentieren, und wenn dir das interessiert, ja, dann bleib einfach dran. Hallo, willkommen, das ist der Rainer Rossen vom Survival Show Problemskunst, schön, dass du dabei bist. Es ist ungefähr ein Jahr her oder noch nicht ganz, da habe ich diese Enlan-Messer das erste Mal in der Hand gehabt und auch vorgestellt und habe gesagt, ich mache einen Langzeittest, und ja, ich will jetzt ganz einfach ein bisschen drüber sprechen. Dieses Teil hier hat mich immer wieder begleitet, weil es sehr, sehr leicht ist. Es ist ein Rosengriff, Rosenholzgriff, ist sehr, sehr leicht, ist sehr kompakt und finde ich einfach super. Und ich habe mir dann im Herbst heuer dieses Teil hier besorgt. Dieses Mal nicht auf Amazon, sondern auf Gearbest. Und das ist auch ein Enlan-Messer. Ja, auch dieser so ähnlich der Stil. Also wenn ich so mir die anschaue, dann knicken die alle so ein wenig ein, und ja, aber wie auch immer. Das erste Messer, das ich mir bei Amazon gekauft habe, das geht wie ein Glöckerl, wie man in Österreich sagt. Soll heißen, es funktioniert sehr, sehr gut, sehr, sehr geschmeidig, es lässt sich schön öffnen, da ist alles top, und ich bin noch immer hundertprozentig davon überzeugt, ich mag es sehr, sehr gern. Das heißt L01 MCT, ja, voll super Name, aber soll so sein. Und ich meine, das Nachschärfen ist sehr, sehr einfach. Es ist auch ein halbwegs, ja, annehmbarer Stahl. Man kann das wirklich sehr, sehr scharf machen. Ich verwende dafür den CC4. Habe ich auch einmal ein Video dazu gemacht. Link gebe ich da oben. Und ja, wie auch immer. Super, 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 super. Jetzt habe ich mir gedacht, ich will ein bisschen wieder in die Richtung gehen und mir ein paar andere anschauen, und habe mir eben diesen Flipper hier, auch Enlan, das ist der Enlan EW054-1, besorgt. Also als Einhandöffner ist das ja alles okay, da geht das ja super und das passt. Ja, sie rasten auch gut ein. Ich hatte ein anderes auch, das habe ich hergeschenkt oder getauscht, muss man eigentlich sagen. Und ja, den habe ich jetzt relativ neu, das passt auch alles. Aber als Flipper, also nein, also da muss man wirklich machen, damit das aufgeht, und das taugt mir irgendwie nicht so. Und dieser Stil hier, genau dieser hier, auch nicht, weil ich das Messer so ganz eigenartig halten muss. Dann haben die hier dieses kleine, dieses, komm, greif mal nach vor, damit man da besser schnitzt. Also das macht mich wirklich fertig, weil es nicht tief genug ist. Ich finde, dass sie einfach viel an Schnitzfläche, Schneidfläche, Schneidkante einfach verlieren, weil der Schliff nicht bis ganz nach vorgezogen wird. Ja? Es wäre ja hier eh ein Schutz, das heißt, da könnte man wirklich schön arbeiten, könnte man schön damit tun, aber ja, ist so. Ich glaube, das Messer ist ganz einfach dazu da, um Pakete aufzuschneiden, Semmel aufzuschneiden oder sonstige Dinge zu tun, aber eher nicht so für den Outdoor-Bereich, nicht für den Schnitzer, jetzt werden mich auch wieder der eine oder andere sagen, ah, du mit deinem Schnitzen, ist ganz einfach so. Was bei diesem Messer hier nicht gemacht ist, das ist der Verschluss, ja, also die Verschraubung, hier hinten ist sowieso zu, aber da, das kann man auch mit einem ganz normalen Schlitzschraubenzieher aufmachen, da brauche ich jetzt kein Spezialwerkzeug sozusagen. Das ist hier bei diesem Teil hier anders. Da brauche ich, weiß nicht, was ist das, ein Torx, ja, Torx brauche ich dazu, um danach zu stellen, um danach zu justieren. Das mag ein Vorteil sein, es mag ein Nachteil sein, es ist ganz einfach so. Dieses Messer, das taugt mir, das finde ich wirklich toll. Bei dem hier, es ist auch so schwer, es ist so, nein, du hast was in der Hand, also du hast wirklich was in der Hand bei dem Griff, aber es ist extrem schwer, weil hier auch die Einlage, das ist alles massig und taugt mir als EDC einfach nicht, weil da bin ich dann in einer Gewichtsklasse, wo ich immer feststehendes Messer mitnehme. Muss ich, ist zumindest meine Meinung, du kannst das anders sehen, schreib mal einen Kommentar, wie das ist, das würde mich sehr, sehr freuen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn, das Enlan-Messer dieses hier hat auf jeden Fall einmal gehalten, was ich mir davon gedacht habe, und ich erneuere meine Aussage, ist ein super Teil, ist sein Geld wert. Ja? Das hier hat halt Verarbeitungsschwächen und ist vom Stil her einfach nicht genau das, was ich mir vorgestellt habe, aber ja, ist ganz einfach so. Ja, das war's dazu. Ich werde meinen Test fortführen. Dieses Messer werde ich jetzt abgeben. Ja, das kommt weg. Das wird getauscht gegen etwas anderes. Das hier wird bei mir bleiben und wir werden das weiter einsetzen. Ich werde auch schauen, ob sich bei dem Flipper ist das ein Kugellager drinnen, ob sich das irgendwie verschlechtert. Ich habe ja schon Silikonspray reingegeben, aber das.
Das kratzt auch, das ist irgendwie, naja, wie auch immer. Ja, ich werde wieder mal davon berichten und wenn dich das Thema Messer interessiert, dann mag ich da einen Link geben zu meinem Kanal, da oben oder da unten, zum Survival-Messer.net, Rainer Rossmann-Kanal. Dort spreche ich nur über Messer, das heißt, da werden dann diese ganzen anderen Ausrüstungsgegenstände außen vor gelassen. Da gibt es dann nur Messer-Palaver und wenn dir das interessiert, dann sei auch dort dabei. Da werde ich dann immer wieder ganz detailliert auf diese Reviews zu diesen Messern hier eingehen. Das war's, aus, danke. Link zu den Produkten findest du unten. Mag dir um einen Kommentar bitten, Abo, ein paar andere Videos zum Anschauen. Da zum Rainer Rossmann Survival Messer Kanal. Es war schön, dass du wieder dabei warst. Bis bald, ciao.